Hallo, ihr Lieben. So, was hat es mit dem mutig und naiv sein zu tun? Ich kann, wenn ich so mein Leben eben rückwirkend betrachte, kann ich so einen bestimmten roten Faden erkennen. Für mich ist meine Gutgläubigkeit Leichtgläubigkeit. Oder wie manche Menschen die Naivität eher betrachten, eine gewisse Dummheit, die Realität nicht, die harte Realität nicht sehen wollen, sondern vom Guten auszugehen, leichtgläubig zu sein. Diese in mir scheinbar angelegte oder keine Ahnung, wie ich das erklären würde. Oder was das ist, ob das angelegt ist oder nicht. Es hat mir geholfen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, ohne sie vorher zu sezieren, zu zerlegen, zu analysieren und das Für und Aber abzuwägen. Natürlich sagt man die naive Jugend oder die jugendliche Naivität, ist hier auch damit gemeint, denn je jünger man ist, desto weniger Lebenserfahrung hat man. Wenn ich jetzt ein paar Mal etwas erlebt habe, was einfach in die Hose gegangen ist, dann weiß ich bei der nächsten Entscheidung, die in eine ähnliche Richtung geht, okay, das und das ist bis jetzt passiert, das und das habe ich bis jetzt erlebt, was ist dabei rausgekommen? Was war das Für und Wider? Was war negativ, was war positiv? Und kann ich springen oder nicht? Kann ich noch einmal eine ähnliche Entscheidung treffen? Gutes Beispiel sind Beziehungen oder aber auch Jobwechsel oder aber auch Auswandern, Reisen, etwas wagen, was man sonst bisher nicht gemacht hat. Ich glaube, dass das trainierbar ist. In meinem Leben habe ich das jetzt nicht darauf angelegt, das zu trainieren. Es hat sich einfach so ergeben. Aus den naiven oder aus dem Bauchgefühlentscheidungen, die leicht naiv waren, weil ich einfach die Situation oder das, was ich da entschieden habe und wo es hinging, überhaupt nicht überblicken konnte. Ich hatte keine Ahnung. Diese Entscheidungen, diese Naivität hat mir Erfahrung gebracht. Die Erfahrung hat mich gelehrt. Die Erfahrung hat mir gezeigt, was möglich ist, was nicht möglich ist, was ich erleben kann als Mensch, als Frau und was nicht. Es hat mich in Situationen gebracht. Es hat mir sehr viel beigebracht. Und ich glaube, je nachdem, wie sehr du bereit bist, dein Leben immer wieder zu betrachten und dich zu hinterfragen. Wenn du eine gewisse Offenheit hast, dann können Entscheidungen, die du getroffen hast und die dir eine bestimmte Erfahrung gebracht haben, aus mehreren Perspektiven betrachten. Du kannst sie ganz realistisch betrachten, so quasi, oh Gott, da wurde ich betrogen. Da ist es nicht gut gelaufen, da war Schmerz und so weiter und so fort. Wenn du dich darauf in dieser Opferrolle, in diesem, du wurdest betrogen, dir wurde was angetan, wenn du dich darin aufhältst und darin bleibst, dann wirst du das abspeichern als etwas, das du nicht mehr machen wirst. Und dein System nimmt es genauso auf, nämlich ich entscheide nicht mehr aus dem Bauchgefühl. Ich muss alles vorher wissen, bevor ich das nächste Mal springe. Und das ist die Krux an der Sache. Es ist vollkommen legitim, es ist auch vollkommen natürlich, dieser Prozess, dass man dann bei den nächsten Entscheidungen im Leben genau diese Gedanken und Gefühle hat, vielleicht oder diese Angst. Und hier kommt dann der Mut. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass etwas in die Hose gegangen ist, also in die Hose, ich spreche davon, wir wissen ja alle, es gibt immer zwei Seiten
der Medaille, zwei Seiten in einer Situation. Es gibt immer auch etwas Positives und wenn es nur das ist, dass ich daran gewachsen bin, an einer Situation oder an einem Lebensabschnitt, der vielleicht schwierig war. So, wo war ich jetzt? Wenn ich, genau, wenn ich das weiß und wenn mein Leben so verläuft, dass ich wieder vor einer Entscheidung stehe oder eine Entscheidung oder etwas in mir drängt nach einer Veränderung und dann tauche ich in mich hinein und ich lasse mich inspirieren und ich tue meinen Sensor ausfahren und einfach für mich hineinfühlen und schauen, okay, was ist es, was brauche ich? Und dann kommt eine Möglichkeit. Es kommt eine Möglichkeit zu verreisen, es kommt vielleicht eine Möglichkeit, einen anderen Job zu machen, es kommt vielleicht eine Möglichkeit, mein eigenes Business zu überdenken und neu aufzufahren. Es kommt vielleicht ein Impuls für etwas komplett Neues, was ich noch nicht gemacht habe, oder etwas Ähnliches. Ja. Nur anders. Oder es kommt ein neuer Mann. Und als Frau hast du schon Beziehungen gehabt, und sie sind jetzt vorbei, weil sonst wärst du ja jetzt nicht hier und würdest ein Video aufnehmen und davon reden, dass dein neuer Mann ist, nicht? Das heißt, sie sind gescheitert. Wenn du das alles hernimmst, wenn du dann weißt, es steht eine Entscheidung an für den Mann. Oder gegen den Mann, fürs Zusammenziehen oder gegen das Zusammenziehen, für ein neues Aufrollen von deinem Business, für, weiß ich nicht, für einen Ortswechsel, für einen Landwechsel, Kontinentwechsel, was auch immer. Es steht an, dann braucht es Mut. Es braucht Mut. Je älter du wirst, desto mehr Erfahrung hast du. Aber desto mehr Erfahrung hast du auch, dass du es überlebt hast. Und solange du beide Beine, beide Hände, deinen Verstand, dein Herz und deinen Körper hast, solange du weißt, dass es immer für jede Entscheidung eine Konsequenz geben könnte. Die Konsequenz, dass es nicht aufgeht, die Konsequenz, dass es vielleicht nicht von Dauer ist, die Konsequenz oder die Möglichkeit, dass es auch schwierig sein könnte. Wenn du aber weißt, die Veränderung, dieser Schritt ist so unglaublich nötig, weil du sonst innerlich stirbst, dann ist Mut dein absolut bester Begleiter. Denn Mut ist etwas, an das kann man, glaube ich, also ich behaupte, man kann es lernen, vom Kleinen dann ins Große, Dinge zu entscheiden und zu springen, die dir Angst machen, von denen du aber weißt, wenn sie aufgehen oder diese Erfahrung, wenn ich das mache, dann bin ich reicher, meine Seele braucht das, es geht nicht mehr anders, ich muss es einfach wagen. Und ich glaube, das ist das, also ich konnte mit dem Satz, du bist eine mutige Frau, eine Zeit lang jetzt gar nicht wirklich was anfangen, weil ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich mutig sein könnte. Also es gibt bestimmte Bereiche in meinem Leben, da habe ich einfach Angst und es ist es mir nicht wert, darüber zu gehen, weil es mir wahrscheinlich nichts gibt. Und dann gibt es bestimmte Bereiche in meinem Leben, da spüre ich die Angst, da weiß ich, dass ich nicht weiß, was dabei herauskommt. Und ich gehe trotzdem und ich mache es trotzdem. Und ganz ehrlich, wenn man mich fragen würde, wie man dahin kommt, dann kann ich eigentlich nur sagen, ich überlege mir dann immer, also überlegen, ich sehe dann immer so vor mir, okay, es zieht mich. Ich will dieses Gefühl haben, ich will dieses Gefühl leben, ich will diesem Gefühl folgen.
Und wenn der Kopf dann herkommt und sagt, du bist 43 Jahre alt, du hast das und das und das erlebt, Vorsicht, dann nehme ich ihn mit und sage, okay, wir schauen uns das beide an. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und ich persönlich habe mittlerweile eine Einstellung zum Leben, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich morgen da bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich morgen da bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich in einer Woche noch da bin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und dennoch habe ich eine Ahnung, dass meine Seele, solange ich hier bin, in diesem Körper, Erfahrungen braucht, Futter braucht, Seelennahrung, Seelenfutter. Ich brauche das nicht nur als Künstlerin, ich brauche das als Frau, als Mensch. Ich möchte berühren, ich möchte berührt werden, ich möchte Sonnenaufgänge sehen, ich möchte die Natur riechen, ich möchte reden, ich möchte betrachten, ich möchte in Beziehung gehen mit allem. Und dann möchte ich wieder in Rückzug gehen und möchte wieder in die Stille. Es ist ein Auf und Ab, es ist eine Welle, es ist wie ein Meer. Und somit, es geht nicht ohne Mut. Wenn ich glaube, es gibt natürlich auch Unterschiede von Mensch zu Mensch. Der eine braucht ein bisschen mehr Action, der andere ein bisschen weniger, aber die Urnatur, das Grundgerüst eines menschlichen Geistes und einer Seele und wir haben ja auch einen Körper, der ein Wunderwerk ist. Ja. Wenn wir stagnieren, wenn wir uns nicht bewegen, mental, geistig, seelisch, auf der Herzebene und physisch, dann werden wir krank. Dann stockt es, dann fließt es nicht, dann brauchen wir immer mehr von Ersatzbefriedigungen, Süchten, zu viel von allem, Ablenkung. Es ist einfach zu schade, es ist einfach zu schade, in diesem Leben nicht das auszukosten, was du bist. Und es kann sehr individuell sein. Aber ich glaube, jedem lebendigen Organismus liegt zugrunde, dass es Bewegung braucht. Und Bewegung bedeutet, dass du mutig genug sein musst, trotz Angst etwas zu tun, was du immer schon machen wolltest, irgendwo hinzugehen. Was du dir immer wieder gedacht hast, aber jedes Mal dein Kopf dazwischen gekommen ist oder dir die Menschen gesagt haben, geh da nicht hin, das könnte gefährlich werden oder was auch immer. Erleben, bewegen, fühlen und erfahren. Ich glaube, dass dazu sind wir hier. Das ist zumindest meine Meinung. Ja. Und was ich noch zusätzlich sagen wollte, oh Gott, das ist schon wieder so lang, Mut ist auch etwas, was sich bei meiner Kunst sehr schön gezeigt hat. Das habe ich in einem Beitrag vor kurzem geschrieben, dass solange nur mein Kopf, der alles analysiert hat, gemalt hat, war mein Talent natürlich da und ich habe schöne Bilder gemalt. Aber es erforderte sehr viel Mut und es erfordert immer noch ein bisschen Mut, das zu malen, was ich innerlich in mir sehe oder was ich empfange, je nachdem, ob das ein Heilbild ist und ob das etwas ist für mich. Wobei die Herausforderung für mich wirklich ist, wenn ich ein Heilbild für jemanden male und intuitiv Bilder empfange. Ich weiß nie, ob das, was ich empfange, demjenigen gefallen wird. Und es braucht Mut, um dazu zu stehen, sich selbst zu vertrauen, dass das, was ich sehe und was ich empfange, genau das ist, was auf die Leinwand will. Und dass dieser Mensch mich gebucht hat, weil er genau weiß und weil er mir sein Vertrauen schenkt, dass ich so gut angebunden an mich bin, dass es passt. Und bis jetzt hat es
immer gepasst. Also Mut macht sich bezahlbar, Mut ist einfach geil. Genau. Ich glaube, das war's. 15 Minuten. Es ist genug gesprochen worden. Ich sitze hier am Feuer, gemütlich auf der Insel Föhr in Borgsum. Und heute ist es nicht sonnig, aber ich habe heute schon mit meinem Liebsten den Sonnenaufgang genossen auf der Borgsumer Burg. Und das war magisch schön. Ciao.